So, liebe Erstis, wir fangen heute an mit einer Runde Wörter schimpfen. Dazu brauche ich meine Silbenpünktchen. Ja, du brauchst nichts, du schaust erstmal nur zu. Und mach mit. Wir tippen das Wort und danach schimpfen wir es nochmal kräftig. Nudel. 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 Zwei Silben und ich überprüfe mal. Nudel. Heißt es Nudel oder heißt es Nudel? Nee, so rum. Nudel. Die laute Silbe ist vorne. Okay. Das Wort haben wir richtig geschimpft. Und das nächste Wort ist die Wiese. Wiese. Zwei Silben. Wiese, 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 Wiese. Richtig. Nächstes Wort. Das ist eine Nuss. Schimpf mal. Wie viele Silben? Nuss. Richtig. Eine Silbe. Das nächste Wort ist Vogel. Wie viele Silben hat Vogel? Probier mal. Vogel. Richtig. Zwei Silben. Und ich probiere mal. Vogel. Vogel. Es heißt ja nicht Vogel, sondern die laute Silbe ist vorne. Vogel. Nächstes Wort. Wie viele Silben hat dieses Wort? Blitz. Blitz. Das nächste Wort, die Tomate. Tomate. Überleg mal. Tomate. Aha. Drei Silben. Aber wo ist die starke Silbe? Tomate. So. Tomate. Oder so. Tomate. Ne. Oder so. Tomate. Nein, das kann auch nicht stimmen. Es muss Tomate heißen. Tomate. Das ist eine Wespe. Tipp mal, Wespe. 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 Zwei Silben. Die laute Silbe ist vorne. Und das letzte Wort. Tisch. Tisch. Eine Silbe. Tisch. Okay, so hat das immer geklappt. Ich habe dir Bilder gezeigt und du hast mir die Wörter vorgesprochen. Und heute probieren wir das mal so. Schau mal her. Ich habe dir Wörter aufgeschrieben und ich möchte wissen, hat das Wort eine Silbe oder zwei Silben oder drei Silben? Wie geht das? Tja. Die Wörter kannst du alle noch nicht lesen und jetzt hast du ein Problem. Aber der Pepe schaut sich die Wörter mal genau an. Der Pepe sagt, wir haben ja immer Wagen und Anhänger. Und im Anhänger, was ist im zweiten Zimmer vom Anhänger immer drin? Du kommst bestimmt drauf. Ah, das E, ja, das schwache E ist hinten im Anhänger immer drin. Und deswegen hat der Pepe einen Trick. Der sagt hier, kein E, also auch kein Anhänger. Das muss ein Wort nur mit einer Silbe sein.
Der sagt, hier habe ich ein E da hinten. Das ist mein schwaches E. Wenn ich ein schwaches E habe, brauche ich vorne noch einen Wagen, eine starke Silbe, eine laute Silbe. Also habe ich hier eine laute Silbe und eine leise Silbe. Dieses Wort hat ganz sicher zwei Silben. Habe ich hier ein E? Kein E am Schluss. Also eine Silbe. Wie schaut es hier aus? Ah, da hinten ist ja ein E. Ein gelbes, schwaches E. Also ist da hinten die leise Silbe. Und dann ist da ganz bestimmt vorne noch die laute Silbe. Hier kein E. Das ist bestimmt nur ein Wort mit einer Silbe. Und hier, da ist es ja wieder, mein schwaches E. Hier hinten ist die leise Silbe. Da vorne kommt eine laute Silbe. Okay, und jetzt verrate ich dir mal, was die Wörter heißen, die du noch nicht lesen kannst. Und wir überprüfen mal, ob unser Trick mit dem E funktioniert hat. Fuß. Das Wort heißt Fuß. Fuß. Richtig. Auge. Auge. Richtig. Auge. Das Wort ist Stirn. Stirn. Richtig. Dieses Wort heißt Nase. Nase. Zwei Silben, starke, laute Silbe, leise, schwache Silbe hinten. Richtig. Das Wort heißt Hals. Eine Silbe. Hals. Und das Wort heißt Backe. Zwei Silben. Backe. Laute Silbe, leise Silbe. Der Trick von Pepe funktioniert. Und damit kannst du die nächste Aufgabe im Zirkusheft machen. Du brauchst dein Zirkusheft auf der Seite 33. Wir haben gestern die Seite 32 gemacht, 3-2. Heute machen wir die Seite 3-3. Und hier oben hast du den Pepe mit den Steinchen in der Hand und der Pepe sagt, wenn ich nur Pa habe, habe ich eine Silbe. Aber wenn ich habe Pape, zwei Silben und hinten ist die leise Silbe, vorne die laute. Der Pepe sagt hier, ich kann hinten am Wort sehen, ob ich zwei oder einmal anmalen muss. Und genau den Trick, den ich dir jetzt hier gezeigt habe, kannst du jetzt hier machen. Und du hast den Vorteil, es sind auch noch Bilder dabei. Das hier ist ein Hals. Ein Hals. Ich habe kein schwaches E. Deswegen hat Hals bloß eine Silbe. Hals. Hier geht es weiter mit zwei Hälse, Hälse. Ich habe hinten mein leises E. Hälse, also habe ich zwei Silben. Eine laute, eine leise. Hälse. Das nächste Wort heißt Hand. Kein schwaches E hinten, also brauche ich meinen gelben Stift nicht. Ich brauche nur einen lauten Punkt zu machen. Hand. Zwei Hände. Hände. Hinten ist mein schwaches E, also muss das Wort zwei Silben haben. Und wir überprüfen alle zusammen. Hals. Hälse, Hand, Hände. Wir haben es richtig gemacht. So, als nächstes kommt dran Bauch, Bäuche, Arm, Arme.
Bein, Beine, Fuß, Füße, Zahn, Zähne, Ohr, Ohren. Die machst du jetzt am besten allein. Ich drücke hier kurz auf Pause und du kannst am Schluss überprüfen, ob du es richtig hast. Drück jetzt auf Pause. So, ich hoffe, du hast alle fertig gemacht. Dann sprechen wir nochmal die Wörter durch. Hals, Hälse, Hand, Hände, Bauch, Bäuche, Arm, Arme, Bein, Beine, Fuß, Füße, Zahn, Zähne, Ohr, Ohren. Achtung bei Ohren. Das schwache E ist nicht ganz am Ende, sondern es kann manchmal passieren, dass da noch ein Buchstabe dahinter ist. Ja, wie zum Beispiel auch beim Pesel kommt am Schluss auch noch das L. Und so ist es hier auch, aber da haben wir trotzdem unser schwaches E, zwei Silben. Ohr und Ohren.